So, hallo und willkommen zurück zu Planet Zoo. Nach unserem Absturz habe ich jetzt mal neu gestartet. Ja, wir brauchen 11.000 mit den Läden. Ich weiß gar nicht, wie gut die Läden hier laufen. Er läuft zum Beispiel, glaube ich, nicht so gut. Vielleicht könnte man... Könnte man den vielleicht irgendwie... Oui, Monsieur Frida. Ja, ja, ist gut. Vielleicht können wir da irgendwas... da so Looney-Balloons und so ein Klumper, das läuft normalerweise immer. So, du Chat kriegst natürlich auch den Arbeitsbereich. Aha, er hat schon Arbeitsbereich. Na wurscht. Auf jeden Fall laufen hier anscheinend diese... Das ist ein Getränkeladen, der läuft hier wie verrückt. Vielleicht können wir da noch einen dazu bauen. Ich habe halt leider kein wirklich schönes Design. Deswegen müssen wir halt jetzt das Hässliche da nehmen. Es ist natürlich wieder das Pfauengehege, es hätte mich auch gewundert. Müssen da auf jeden Fall, das sind viel zu viele Tiere da immer drinnen und dann ist dauernd. Ich sehe, die fressen das auch innerhalb von kürzester Zeit alles zusammen. Natürlich sind die wieder krank.
Naja. Da ist der Eingang, ne? Ja, genau, von da kommen die. Okay, also in dem Laden ist auch nicht wirklich was los. Das heißt, wir werden hier... Am meisten gehen eigentlich diese Getränkeläden. Schau, wie sie jetzt plötzlich alle darüber wandern. Antilope. Kämpfen wegen Überbelegung. Wie viele Tiere sind denn da drin? Ernst zu, okay. Mindestens, was haben wir denn da? Ein Weibchen. Noch ein Weibchen. Na dann. Das wird jetzt mal frei. Jetzt ist besser. Jetzt haben wir zwei. Und wo ist der Tierpfleger? Kommt nicht daher, ha? Ah, ist schon drin, okay. Erhaltungsinfotafel. So. Schauen wir denn jetzt aus mit unseren Läden. Also die Getränkeläden sind gut besucht, ne? Ramon. Look,
Ich glaube, da ist noch nichts reingegangen, oder? Vielleicht bringt's ja was. Schauen wir mal. Könnten wir hier vielleicht noch so einen Essensladen reinmachen? Geht nur so. Hot Dog Squad! Na gut. Immerhin, die Leute gehen hin, das passt. So. Gästezufriedenheit. So, indischer Elefant.
wegen inkorrekten Geschlechterverhältnis. Was ist denn ein inkorrektes Geschlechterverhältnis, ha? So, gut. Jetzt ist es anscheinend besser. So, ein Männchen, das sich paaren kann, reicht. Na sowas! Du hast den Laden hier völlig umgekrempelt. Ah, nein, mein Fehler. Letztes Mal kam ich von der anderen Seite. Und, gefallen dir diese Elefanten? Sie haben bei ihrer Ankunft richtig traurig ausgesehen, aber wie glücklich sie jetzt sind. Ich hoffe doch nicht, dass das zu teuer war. Naja, im Prinzip schon. Aber gut. Gut, ja, wir haben den ersten Stern und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann. Ciao.